Wo gehen wir denn lang? Da lang? Nee. Das ist immer nicht so ganz eindeutig, wo man hier lang geht. Oder? Sprich mit Triss. Achso, ich wollte ja erstmal mit Triss sprechen. Ach ja, ich habe noch die Statue gefunden hier. Sie ist etwas einsilbig. Egal. Warte mal, Moment mal. Was ist denn jetzt der jetzige Quest? Ich soll ja mit ihr über die Statue sprechen, aber sie lässt nicht mit sich über die Statue sprechen. Fliegende Fäuste, Novigrad. Jetzt oder nie? Finde einen Weg durch die Kanalisation. Okay, vielleicht können wir da später mit Triss noch drüber sprechen. Im Moment geht es nicht. Thanks for helping. Naja. No need to thank me, really. No, there is. You don't know how much it means. To have someone you can rely on in this fucking city. It's alright. Bist du hinter mir? Nee, hier geht's lang. Ich glaube, sie ist da, aber... Wo kommt er denn her? Na komm mal her, mein Guter, komm! Super, daneben! Eine Bombe vergeudet! Na komm mal her, mein Schätzekind. Triss, machst du auch was? Wo will der hin? Keine Ahnung, wo er hin will. Egal, jetzt ist er weg. Wie viele Bomben haben wir noch? Ich muss mal kurz gucken. Ich stelle mich heute etwas dusselig an. Na, komm mal mit hier. Vorsicht, hier ist eine Menge Kropfzeug. Ich sehe es auf der Karte. Da kommt es schon. Hallo! Ich glaube, ich kann mir Nekrophagenöl draufpacken, wenn ich das so sehe hier. Weg. Komm, wir packen uns mal ganz kurz Nekrophagenöl drauf. Nekrophagenöl. Komm, Geralt, pack mal weg. Inventar. Ich muss auch mal wieder zum Händler, sehe ich gerade. Nee, verfluchten Nekrophagenöl, genau. Oh, da haben wir auch eine Strinne in dem Schwert. So, müssen wir hier was einsammeln? Ich guck mal kurz nach. Oh ja, ertrunkenen Hirn ist immer gut. Wasserflasche. Eine Kerze brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Leere Flasche. Ich glaube, hier finden wir... Oh, warte mal, da war eine Fackel drin, ne? War da irgendwo eine Fackel... Irgendwo war eine Fackel drin. Nein, wollte ich nicht haben. Oh, Alchemistenpulver, Kronen. Keine Ahnung, wo die Fackel war. Was müssen wir da machen? Finde einen Weg durch die Kanalisation. Finde einen Weg. Da ist schon mal nix. Baumwolle. Gegerbtes Drakonitenleder. Was macht denn das hier drinne? Okay, hier geht's nicht weiter. Dann mal da lang. Hat Triss nicht gesagt, sie hilft mir? No way through. Jetzt bleib doch mal. Relax. Quatsch da fröhlich vor sich hin. But listen. There's an echo behind the walls. I can feel air coming through the cracks. Die soll mal locker bleiben. Ich hab den Weg schon gefunden. Guck mal hier. Library. Was denn für eine Bibliothek? Wer richtet denn hier eine Bibliothek ein? Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Das ist dasselbe. Oh. Was haben wir da? Die haben wir schon. Und gesammelten Verse. Jetzt kommt's. Jacob of Verazes Chronicles. It's incredible. Rare, first editions only. We'll come back for them later. No, we won't. I leave Novigrad today, remember? I remember. Just having a hard time coming to grips with it. Come on. We should hurry. Fliege den Schwertsoldat kennen wir. Porträt der älteren. Oh, da war das, kennen wir, glaube ich, nicht. Gnomische Scherze kennen wir. Hier, Porträt der alten Völker nehmen wir auch mal mit. Da geht's weiter, okay. Ich gucke hier nur ganz kurz rein. Der Pferdepfeifer kennen wir auch nicht. Heißt es nicht Flüsterer? Komm. Pflege dein Schwertsoldat. Was haben wir da? Sie, die da weiß. Ich bin gleich da. Ich muss die Bücher angucken.
Weil, wenn man die liest, dann gibt es immer noch so einen Eintrag im Bestiarium oder irgendwo. Zumindest wenn es neue Bücher sind. Über die Kunst des Manövrierens. Das könnte auch noch interessant sein. So, jetzt sind wir, glaube ich, durch. Perlen des Nordens. Ochsenfurt kennen wir. Heimwerker-Enzyklopädie kennen wir nicht. So, ich glaube, das war's. Ja, sieht so aus. Warte mal, da haben wir noch welche. Gonzal de Tralala haben wir schon. Heiliger Foliant des ewigen Feuers haben wir auch. Was haben wir da noch? Ne, hör auf, die Kerzen an- und auszumachen, Geralt. Okay, dann raus hier. Moment, was war das? Das da, ne? Hallo, wer drinne? Triss, found an exit. Was ist denn für einer? Ha, 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 ha. Mein kleiner Racker. Oh, da sind viele. Hat den einen hat's erwischt. Alt, warte mal hier. Triss, hör auf, den wegzulocken. Hinter mir. So, der ist hinüber. Da ist der nächste. Meine Güte, hier in der Ecke ist aber uncool. So, was haben wir hier noch? Lass mich mal durch da. Eine Strickleiter. Braucht man irgendwann in dem Spiel mal eine Strickleiter? Glaube nicht, oder? Können wir hier speichern? Ja, hier geht's. So. Halt. Sieht doch gut aus. Ja, Fledermäuse. Oder Ratten. My speciality, remember? You've got nothing to fear. Depends how many there are. Ich habe keine Angst vor Ratten, weil es ist für eine komische. Triss, mach Platzer. Triss, wenn du nicht sofort Platzer machst. Finde einen Weg durch die Kanalisation. Triss! Well? Well? Geh weg da, well! Die macht mich fertig. Well? Jetzt geht sie durch. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Sie guckt da runter und freut sich einen Cola-Keks, okay. Finde einen Weg durch die... So. Achso, sie geht schon runter. Ich komme. Warte doch mal. Hacke Peter! Guck mal, hier sind doch nur Ratten. Ich weiß gar nicht... Die aber nicht... Was sind denn das hier? Hilfe! Hilfe! Haben wir sie? Ich glaube ja. Ratten haben alle Gold dabei. Ja, die Ratten haben alle Gold dabei. Ach, das sind gar keine Ratten, das sind die Opfer der Ratten. Ich komme gleich. Ich muss nur noch die Opfer der Ratten plündern. Lässt aber auch alles hier. Rostiger Hammerkopf ist total wichtig. Da liegt noch ein Opfer. Floren, sehr schön. So, ich komme ja schon. Hier, da liegt noch ein Opfer. Zerknitterter Brief, den müssen wir auch noch lesen. Da ist auch noch was. Floren, wo ist denn Madame jetzt hingerannt? Da geht's rauf. Floren. Asche brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Ich... Werf mal kurz einen Blick auf das. Was haben wir denn neu eingesammelt? Müsste der zerknitterte Brief gewesen sein, oder? Haftbefehl, Geralds Karte, nee. Wo ist denn der zerknitterte Brief? Wenn dann hier. Nee, das ist Jennifers Brief. Da. Meister Varese fragt nach seinem Gold zum ersten und zum letzten Mal. Entweder zahlst du es morgen mit Zinsen zurück oder willst... Alles klar. Ich guck mal kurz in die Bücher rein hier. Also, wer es lesen will, ich scrolle so langsam durch. Das ist wie gesagt, ich möchte die auf jeden Fall lesen, weil das ja jedes Mal Einträge gibt. Aber ich werde sie nicht alle explizit vorlesen, sonst kriege ich da eine Folge nur mit Bücher vorlesen. Na komm.
So, was haben wir da noch? Porträt der älteren Völker. Halblinge, Elfen. Udal Adalberts Bestiarium. So, das hätten wir. Und haben wir Einträge gekriegt? Oh, diesmal nicht. Interessant. Okay, weiter hinter der Dame her. Wo ist denn die? Ach, die ist hochgerannt, oder? Ist hier, glaube ich, rauf. Na komm, Geralt, hör auf zu. Ah, sieht gut aus. Und nu? Finde einen Weg durch die Kanalisation. Ich gehe mal hier runter. Okay, hier sieht's blöd aus. Da geht's runter. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Alchemistische Baste, Dimetriumerz, Kronen, Alchemistenpulver nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Kronen und das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch. Halssalpeter, wichtig für Bomben. Pferdehaut, das brauchen wir nicht. Gesellenreparaturset nehmen wir mit. Mondscherben nehmen wir mit. Überlegene Schwalbe. Die nächste Stufe von Schwalbe. Cool, 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 cool. Also es lohnt sich wirklich, in jedes Fitzelchen reinzugucken hier. Ich weiß, ich habe einige Sachen. So what? Finde einen Weg durch die Kanalisation. Ich guck mal kurz, ob ich diese Schwalbe herstellen kann. Alchemie. Scroll. Nee, kann ich nicht. Wo ist denn die überlegene Schwalbe? Verbesserte Schwalbe? Überlegene Schwalbe. Was brauchen wir dafür? Vitriol und weiße Möwe. Okay. Alles andere haben wir. Was haben wir hier? Wasseressenz. Dörr-Ann. Keine Ahnung. Wasser-Vibe-Absud. Guck noch mal rein. Können wir jetzt was Neues bauen? Wasser-Vibe-Absud ist, glaube ich, auch neu. Nee. Alles das Alte. So, ich denke mal, da oben geht's weiter. Und das klingt mir doch da oben, als wären hier tonnenweise kleine Racker. Haha! Bitte sehr. Noch eine? Guck mal, die pfeifen alle schon aus dem letzten Loch, weil ich sie alle weggebombt habe. Haha! Ey, ich habe dich weggebombt. So, ich würde mal sagen, das lief ganz gut. Es leben die Bomben. Jetzt werden hier erstmal Sachen eingesammelt. Gehärtetes Leder, Quecksilberlösung. Ich weiß nicht, ob ich sowas brauche. Das brauche ich auf jeden Fall nicht. Aber es sieht mir hier nach einer Sackgasse aus, ne? Das war hier gar nichts. Das war für ein Poppes hier, der Kampf. Egal. Stahlblech. Die Fackel nehme ich mal mit. Vielleicht brauchen wir die. So, ich werfe mal vorsichtshalber eine Schwalbe ein. Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Echt? Warum zeigt es denn jetzt hier hin? Egal, dann hier runter. Halt, warte mal, bevor wir da runtergehen, verbesserte Kartesche, haben wir noch eine, verbesserter Teufelsbewusst. Ich wechsle mal kurz die Bomben, Inventar. Ich gehe mal auf Drachentraum. Die olle Kartesche legen wir mal weg. Der Teufelsbewusst war ja relativ ineffektiv gegen die Ertrunkenen. Sollen wir noch einen Absud schlucken? Nee, komm, reicht erstmal. Und runter hier. Hallihallöchen. Waren wir hier nicht schon mal? Oh, noch was Vertrocknetes. Ob es hier wohl ein Vampirchen gibt? Was haben wir hier? Verbessertes Verfluchtenöl. Das gucken wir uns auch mal an, ob wir das erstellen können. Alter, entpuppt sich hier als Schatzkammer. Verbessertes Verfluchtenöl. Können wir auch nicht machen. Wo sind denn die Öle?
Da sind die Öle. Ah, doch, da. Guck mal hier. 25 Angriffskraft gegen Verflucht. Das bauen wir uns natürlich. Ganz klar. Haben wir noch irgendwas? Nee. So, jetzt haben wir ja gar keine Verfluchten. Insofern ist das gerade... Kann ich hier nichts plündern? Nee. Was haben wir hier? Stahlblech. Ich nehme so ein bisschen nach Bauchgefühl mit. Beziehungsweise nach Farbe. Was ist das? Was erwartet uns hier unten? Das ist kein Hexerauftrag, aber... etwas, was seine Opfer ausdörrt. Etwas, was seine Opfer ausdörrt und lange, scharfe Klauen hat. Was könnte denn das bitte sein? Naja, ich fürchte, wir werden es gleich noch sehen. Ich glaube, ich schmeiß mir doch mal ein Absud ein. Und zwar, passt auf, dieser Vampir-Absud. Das war, ich glaube, das Ekima. Genau, Ekima, damit zugefügter Schaden regeneriert. Moment, den schmeiß ich mal kurz ein. Achtung, 3, 2, 1. Heidewitzka! Ekima-Absud, so. So, jetzt setzen wir wieder hier auf die Schwalbe. Wahrscheinlich werden wir uns da hoffnungslos vergiften bei der Aktion. So, kann weitergehen. Was erwartet uns hier? Außer einer leeren Flasche. Guck mal, hier sitzt nämlich noch einer. Nein, du sollst ihn hier untersuchen. Lantern still lit. Died recently. From bites to the neck. A lesser vampire. Stay close to me. Okay, Inventar. Vampire. Haben wir ein Vampiröl? Geisteröl, verbessertes Verfluchtenöl. Was ist ein Vampir? Gift der Hängten, Hybridenöl. Na bitte. So, ich guck mal in den ins Glossar. Geister wird's wohl nicht sein, ne? Was ist denn so ein Vampir? Ein Hybrid? Sukuben, Greifen, Insektoide, Konstrukte, Nekrophagen vielleicht, Ertrunkene, nee. Was ist ein Vampir, Freunde? Ogroide, hier, da unten steht's doch, Vampire. Niederer Vampir. Was hilft denn bei Vampiren? Das ist ein höherer Vampir. Was ist ein niederer Vampir? Igni ist auf jeden Fall richtig Vampiröl auch. Selbst bei höheren Vampiren. Das heißt, es dürfte eigentlich kein Ding sein. Finde einen Weg durch die Kanalisation. Herzogwasser. Mhm. Ich muss das alles plündern. Ihr verzeiht mir das. Hallo, Herr niederer Vampir. Ich glaube, ich habe ihn schon. Ein was? Wirf doch die Bombe! Ich hab die Bombe geworfen. Moment. Verbesserter Drachentraum. Bumm! Warum hat's denn nicht Bumm gemacht? Jetzt ist er weg, verdammt! Komm her, du niederer Vampir! Ah, okay. Was macht er denn da für fiese Sachen? Moment. Ey, komm mal her. Du läufst da gegen die Wand. Explodier doch mal. Explodieren sollst du. Okay, der Drachentraum funktioniert gerade gar nicht. Deckung. Hab ihn. Hab ihn. Ah, dieses Rumgewurschtle hier. Weiß nicht, was er da macht. So ein Mist.
Komm mal her, mein Guter. Der hält aber auch tonnenweise aus, ne? Komm mal her. Er nimmt auch kaum Schaden. Au, au, au. Hau dir mal eine Dings rein. Wann heilt denn der sich? Der heilt sich an irgendwas. Moment, ich muss mal cheaten. Der heilt sich an irgendwas. Ja, es sind nur höhere und niedere Vampire. Teufelsbuff ist, da wird's wohl kaum. Na? Deckung! Nordwind. Wo ist er? Super, das war so toll. Au! Gott, wie ist er denn drauf? Okay, jetzt blutet er. Es war daneben, Geralt. Wo ist er? Da hinten. Ah! Daneben. Stirb doch einfach mal, du blödes Stück. Der heilt sich wie ein Besessener. Da heilt er sich schon wieder. Und da kommt er wieder an. Lass das. Stirb doch endlich. Jetzt hab ich dich. Ich mach dich jetzt so lange platt, bis du endlich tot umfällst. Oh. Ey, ich hab jetzt hier alles an Bomben rausgefahren. Unglaublich. Katakan-Mutter gehen. Was für ein Ding, ein Credo? Gesundheit. Vampirspeichel. Oh, na, also, was war denn das für ein fieses Stück? Ich hab nicht so ganz durchschaut, wie der genau funktioniert hat, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Bestiarium. Wo ist das Viech? Ich will mir das mal genau... Na, komm, scheuern. Vampire, da, Katakan. Was hätte da geholfen? Mondstaub, Teufelsbuffist. Vampiröl habe ich verwendet, Irden und Igni. Gefährliche Verwandte der Nosferatu stehlen Verkörperung der menschlichen Ängste, da sie verstecken sich in den Schatten, ernähren sich von Blut. Sie gleichen riesigen Fledermäusen, aber sie haben längere Reißzähne und längere Krallen. Ja, keine Ahnung, der hat sich geheilt wie bekloppt. Ich habe auch die falschen Bomben benutzt, glaube ich. Boah. Können wir mal ganz kurz hier speichern und vor allem rasten, Freunde? Also rasten wäre cool. Können wir hier... Geht nicht, ne? Probier's nochmal aus. Doch, ging. Sehr gut. Boah, da hat sich der Geralt ja ordentlich auf die Mütze hauen lassen. Und das Schlimme ist jetzt noch nicht, da ich jetzt auf schwer spiele, heilt mich das noch nicht mal sonderlich, wenn ich raste, also eigentlich gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt echt was essen. Inventar. Hier, isst doch mal Blaubeeren. Die sind voll cool, pass auf. Lecker. Naja, es heilt ein bisschen auf. Ich muss mich mal kurz nach oben heilen. Einmal noch, komm. Das müsste dann reichen. So, und dann pfeifen wir uns hier noch die Schwalbe rein. Also, was heißt, wir pfeifen sonst rein? Wir legen sie an. Verbesserter Drachentraum, verbesserte Kartesche. Okay. Kann weitergehen. Kann weitergehen. Finde heraus, ob Siri... Nein, das ist komplett falsch. Jetzt hat er hier wieder die Quests durcheinander gemacht. Das hier wollen wir. So. Madame, wie geht's jetzt raus hier? Well. Well. Well, well. Gehen wir mal hier raus. Geht's hier raus? Ah, sieht gut aus.
Ah, das Vampirchen war ja haarig. Also nicht der Schaden, aber die Tatsache, dass sich das Vieh geheilt hat ohne Ende. Yeah. Insektoidenöl. Machen wir alles gleich, Madame. Ich sammle mir hier nur noch ein paar Sachen ein. Verbesserter Absud Raffaz des Weißen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal den vereinfachten. Ist sie noch da? Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter raus. Ah, oh, wir sind wieder draußen. Danke. Hui, 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 hui. Triff Dijkstra am Hafen. Finally. You've bloody took long enough. Did you have time to look around? How's the ship? Creaky piece of junk. Wood's rotting. Sails are prone to rip like an old pair of knickers. And then... Will we make it to Kavir? Provided you don't run into any storms. I'll signal the others to come. Any help? Can I play the violin for you? Fetch some flowers or bonbons? Was will der von mir? Alte Backen. Don't meddle in other people's lives. Sorry, I must. It's my profession. So, will you ask her to stay? Why do you even care? I adore love stories. Especially the ones that end happily ever after. Hunters! Hunters approaching! Ah, das auch noch. We want them alive! Okay. Verteidigungsposition, verbesserte Kartesche. Und umgehauen. Ermordet. Bam. Tja, Jungs, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Vor allem nicht damit. Ja, Eternal Fire, sind doch schon alle tot von euch hier. Guck mal hier. Wie gemein, 3 gegen 1. Okay, ist, glaube ich, tot. I don't know how to... No time for courtesies, my dear. Get on board. One last farewell. Thank you. I'll never forget what you did for me. And what we had together. Leb wohl, Triss. Oder bleib bei mir. Und da wir ja ein hoffnungsloser Romantiker beziehungsweise Hormongesteuerter sind, sagen wir, gerade mal nicht an Jennifer denkend und ein Stinkstiefel seiend, bleib doch bei mir. Stay with me. Carol, not this again. Especially not here. Not now. Miss Marigold, we got a sail. Please. We had our chance. But let it go. Da. Let's try again. Von Liebe wollen wir mal nicht gleich sprechen. If I was sure it would work. Miss Marigold, we're casting off. Nein, Triss, jetzt geht sie. Ein weiteres Tete-a-Tete vergeben. Wer ist er denn? Wer ist denn dieser Muskelprotz? Wegen ihm hast du mich verlassen. Tja, Geralt, Chance vertan, hättest vielleicht doch eher von Liebe sprechen sollen.